Wo wir gerade beim Thema Schlafen waren, gibt es noch einiges zum Erzählen, was die Zeit in Vogueslands generell angeht. Ihr seht eine sich bewegende Sonne oder sich einen bewegenden Mond am Himmelszelt, der euch immer so ein bisschen Signalgeber dafür ist, ob gerade Tag oder Nacht ist. Was ihr außerdem seht, ist oben rechts eine Anzeige, die da sagt Sommer, 25. Tag im Jahre 1. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass in Vogueslands ein Jahr 20, ach, das ist doch Blödsinn. Ein Monat in Vogueslands hat 20 Tage. 3 Monate bilden eine Jahreszeit und 12 Monate hat das Jahr. Also sagen wir mal, es ist ähnlich der Realität. Die verschiedenen Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, machen sich bemerkbar durch verschiedene Blätterfärbungen, verschiedene Grasfärbungen, natürlich durch das Auftreten von Schnee, nicht nur in hohen Höhenlagen, wie es jetzt auch schon der Fall wäre, sondern auch beispielsweise hier unten. Und im indirekten Fall macht es sich noch bemerkbar durch ein verändertes Wachstum bei Blumen, Gräsern und bei Äpfeln an Bäumen, wie wir sie jetzt hier sehen. Äpfel an Bäume sind übrigens ein schönes Stichwort. Das ist eine der ersten Nahrungsquellen am Anfang des Spiels, die verhindern, dass eure Nahrungsanzeige links unten in einen kritischen Wert verfällt und ihr quasi verhungern müsst. Alternativ dazu könnt ihr, glaube ich, auch Tiere tothauen und deren Fleisch essen. Aber das lebt.